Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie unschwer zu erkennen ist, habe ich in dem Fall die Stan Lee Story dabei, in dem Fall das kleinere Buch, was jetzt die zweite Auflage beinhaltet. Und ja, ihr habt richtig gehört, das hier ist in dem Fall das kleinere Buch. Die erste Auflage davon war nochmal ein ganzes Stückchen größer, ist für 1.500 € dahergekommen und hatte dabei noch eine originale Signatur von Stan Lee, weil das ganze Ding noch zu seinen Lebzeiten in seiner ersten Veröffentlichung rausgekommen ist. Jetzt nach seinem Tode ist man hingegangen und hat das ganze Ding nochmal neu aufgelegt in kleinerer Version, die immer noch riesig groß ist, für 150 €. Und für mich das Schönste tatsächlich war direkt mal wieder das Vorwort. Ich sage es immer wieder, dass für mich das Vorwort immer der perfekte Einstimmer oder besser gesagt die perfekte Einleitung zu den riesigen Taschenbüchern ist. Und das hat in dem Fall hat Stan Lee geschrieben, was mir im Vorfeld nicht bewusst gewesen ist, weil ich gedacht hätte, dass das Buch erst zu Ende gegangen wäre, als er schon von uns gegangen ist. Aber er konnte tatsächlich zu der Zeit noch das Vorwort verfassen, was halt eine sehr schöne Sache ist bei so einem Buch. Und Stan Lee sagt es selber noch, dass er nicht gedacht hätte, dass das ihm den überhaupt einer kaufen würde für 1.500 €, also in dem Fall die größere Version hiervon. Allerdings war das Ding direkt nach einer Woche vergriffen, was dann wieder dafür spricht, dass die Nachfrage da gewesen ist. Es war zwar obendrauf streng limitiert und hatte diesen überkrassen Preis gehabt, allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass das Ding auch diese 1.500 € wert gewesen ist, oder $1.500, sage ich mal besser gesagt. Ich weiß nicht, wie viel es in Euro gewesen sind, ob es dann auch tatsächlich 1.500 € gewesen sind oder ob es dann eher so 1.350 € gewesen sind. Lass mir gerne mal einen Kommentar rein, wenn ihr es besser wisst. Geschrieben ist das ganze Ding, wie ihr auch schon vorne drauf seht, vom guten Roy Thomas. Und der gute Herr war ja der Chefredakteur direkt nach Stan Lee und war auch lange Zeit Wegbegleiter von Stan Lee und auch guter Freund von ihm. Weswegen es extrem interessant gewesen ist, dass man die komplette Geschichte im Buch aus der Sicht von Roy Thomas geschildert bekommt. Und da viele der Sachen, die Stan Lee innerhalb seines ganzen Lebens bei Marvel und was davor und was danach gewesen ist, passiert sind, aus mehreren Zeitaltern erzählt wurden oder besser gesagt, öfters von Stan Lee in Interviews wiedergegeben worden und dabei die ein oder andere Erzählung immer ein bisschen abgewichen hat, was auch ein bisschen daran liegen kann, dass die Erinnerung an gewisse Ereignisse ein bisschen verschwimmt und die ein oder andere Gegebenheit von einem anderen Autor nochmal ein bisschen anders erzählt wurde, hat sich Roy Thomas dann die Mühe gemacht und hat die ganzen Versionen dann zusammen aufgeführt und erzählt dann auch direkt, dass der Autor das so und so erzählt hat, denn die hat das so erzählt bei dem einen Interview, danach so. Und des Weiteren ist das eh so eine Sache mit den Interviews, die sich das ganze Buch wie so ein roter Faden durchzieht, dass man halt jede Menge Aussagen von Stan Lee präsentiert bekommt, die er im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Und da wird wirklich ganz vorne angefangen bei der Kindheit von Stan Lee, wo schon die ersten Sachen dazu gesetzt wurden, die dazu geführt haben, dass Stan Lee halt dieser legendäre Comicautor wurde, bis zu seinen ganzen Cameo-Auftritten, die er dann ab den 2000er Jahren bei den ganzen Marvel-Filmen gehabt hat, wo er auch mit jede Menge Herzblut dahinter gesteckt hat. Obendrauf, ich werde euch nebenbei erst ein paar Bilder dazu einblenden, ist die Aufmachung mal wieder wunderschön, die der Taschenverlag für dieses Buch gewählt hat. Die Seiten sind gefühlt 3-4 mal so dick wie die Seiten von einem normalen Comicbuch. Obendrauf jede Menge schöne Bilder, die man von Stan Lee, von seinen Comics und seinen ersten Entwürfen bis hin zu Scripts ausgewählt hat, die hier den Weg reingefunden haben. Wie immer bei den Taschenbüchern sind wieder einige Bilder dabei, die ich im Vorfeld schon mal gesehen hatte und wiederum noch einige Bilder obendrauf, die ich noch nie gesehen hatte, weswegen das wieder für mich so 50-50 vom Feeling her war, was die einzelnen Bilder in dem Buch angeht. Des Weiteren ist noch eine Erwähnung wert, dass das komplette Buch in Englisch gehalten wird und so ein Begleitbuch begleitet wird. Sprich, man kann, so habe ich es zumindest gemacht, das große Buch vor sich auf den Tisch aufschlagen, die Bilder bewundern und nebenbei in dem Buch hier rumblättern, um den ganzen deutschen Text halt mitzuverfolgen, wenn man der englischen Sprache nicht so mächtig ist. Wenn man ein gutes Englisch spricht, kann man wahrscheinlich auf dieses Beibuch verzichten und sich einfach nur so das Buch reinziehen. So und so lohnt sich die komplette Reise. Ich habe jetzt wirklich lang daran gelesen. Also das Buch liegt das locker schon so 3-4 Monate bei mir zu Hause. Ich habe mich jetzt die letzte Woche mal drauf gestürzt und habe mir wirklich erstmal so die komplette Geschichte von Stan Lee reingezogen. Für mich war ganz cool, dass das Buch nicht nur die Geschichte von Stan Lee beinhaltet, sondern auch den kompletten Werdegang von Marvel, weil Stan Lee einfach direkt von Anfang an mit dabei gewesen ist, zumindest fast ab Anfang an, und man bekommt wirklich alles mit, wie Stan Lee zum einen den Verlag beeinflusst hat und wie Stan Lee auch seine Position innerhalb von Marvel Comics und insgesamt in der ganzen Comicindustrie bekommen hat, weil er hat ja einfach nur so als Mittel für alles bei Marvel angefangen oder damals noch unter anderen Namen und hat dann direkt nach der ersten Woche nach einer Gehaltserhöhung oder besser gesagt nach einer Beförderung gefragt, weil er sowieso alles kann, so nach dem Motto. Hat daraufhin dann so als Platzhalter die Stories geschrieben, die zwischen den Comics damals im US
Markt platziert gewesen sind, weil man dadurch halt ein bisschen Versand sparen konnte. Bei den Abos mussten halt immer zwei Seiten mit Text drin vorhanden sein. Und dabei wiederum hat er eine Kurzgeschichte von Captain America abgeliefert, wo Captain America sein Schild gegen die Wand wirft und das wieder zu ihm zurückfliegt, wie so ein Bumerang. Hat so vorher noch nicht in Captain America Comics gegeben. Und das war so eine Kleinigkeit, die Lizenz von Stan Lee und seiner Denkweise ausgemacht hat. Auch eine weitere Sache, die mir vorher noch nie so bewusst gewesen ist, ist, dass Stan Lee halt extremst gute Dialoge für seine Zeit geschrieben hat. Bei DC und bei den anderen Verlagen hat zu den Zeiten der Anfangszeit, also dem goldenen Zeitalter, die ganzen Dialoge noch so ein bisschen hölzern gewirkt, wohingegen Stan Lee mit seinem Fantastic Four dann einfach Mundart an den Tag gebracht hat, was die ganzen Figuren viel glaubwürdiger haben wirken lassen und Marvel halt zu denen gebracht haben, wo Marvel dann zum Schluss gelandet ist und einer der größten Comic-Verleger aller Zeiten geworden ist. Sehr schönes Buch, hat für mich auch sehr viele neue Facetten von Stan Lee näher gebracht und hat auch die eine oder andere Sache gezeigt, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ich mochte halt dieses Komplettpaket, dass man halt den Werdegang von Stan Lee hat, den Werdegang der ganzen Comic-Industrie und vor allem den Werdegang als von komplett Marvel. Auch wenn für mich sehr viel aus diesem Buch bekannt gewesen ist, war mindestens genauso viel halt für mich komplett neu. Also genauso wie bei den Bildern war das für mich so ein 50-50-Mix. Zum einen Sachen, die ich schon kannte, zum anderen Sachen, die komplett neu waren. Aber das war so ausgewogen und so interessant erzählt, dass das Ding für mich sowas von eine Leseempfehlung ist, wie eine Leseempfehlung auch nur eine Leseempfehlung sein kann und einen sehr schönen Platz von mir irgendwo hier im Zimmer finden wird. Also ich muss auch gucken, wo ich das Ding hinstellen werde, weil es doch recht viel Platz wegnimmt. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Bitte ballert mir mal in die Kommentare rein, was euer Lieblingscomic von Stan Lee ist, was euer Lieblings-Cameo-Auftritt von Stan Lee war und was für euch Stan Lee ausmacht und ob ihr dieses Ding vielleicht sogar schon zu Hause liegen habt und ob ihr vielleicht sogar zu den wenigen Auserwählten gehört, die sich damals diese riesig große 1.500-Dollar-Version von diesem Buch gekauft habt. Das war's meinerseits. Lasst einen Daumen nach oben und Abo da. Guckt auf Instagram vorbei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!